Das ist der Schauplatz unserer Geschichte. Weikersheim im fränkischen Hohenlohe. Ein zeitloser Schauplatz. Eine Kleinstadt. Das Leben der Menschen bildet sich aus einfachen Vorgängen. Man bringt sein Brot zum Bäcker. Seine Blumen und man begräbt seine Toten. Die alten Leute gehen auf den Friedhof und die Jungen haben ihre Arbeit. Die kleine Stadt hat wirklich noch ein friedliches Leben. Und das ist fast ein bisschen erstaunlich in unserer Zeit. In einer Kleinstadt schichtet sich Verschiedenes übereinander. Ländliches, bürgerliches und feudale Erinnerungen. Es geschieht nicht viel in der kleinen Stadt. Und die alten Häuser am Marktplatz lassen darauf schließen, dass es schon vor Jahrhunderten nicht anders war. Jetzt aber geschieht etwas. Man weiß noch nicht genau was, aber irgendetwas Ungewöhnliches bereitet sich vor. Die kleine Stadt wird aufmerksam. Die ehrwürdige Runde der Stammtischbrüder allerdings lässt sich nicht aus ihrer Ruhe bringen. In früheren Jahrhunderten wurde das stille und auch eintönige Leben der kleinen Stadt etwa dadurch angenehm unterbrochen, dass ein Zirkus seine Zelte aufschlug. Unsere Zeit hat sich dazu entschlossen, in der kleinen Stadt einen Film zu drehen. Der Regisseur ist auf dem Felde eingetroffen, wo er seine Schlacht zu schlagen beabsichtigt.
Mit Feldherrnmiene überblickt er das Gelände. Da liegt die kleine Stadt und hat keine Ahnung von dem, was ihr bevorsteht. Sie wird es schon noch erfahren. Die Filmleute haben eine ganz bestimmte Vorstellung von dem Bild der kleinen Stadt, das sie zeigen wollen. So ungefähr. Ganz friedlich und romantisch eben. Und sie machen sich daran, dieses Bild einzufangen. Stadt hat ihr eigenes Leben und es hat fast den Anschein, als ob dieses Leben nicht immer ganz mit den Vorstellungen des Regisseurs übereinstimmt. Warum aber soll eine Kleinstadt keinen modernen Verkehr haben? Bier bleibt Bier, selbst wenn es heute von Lastwagen statt von Pferden in die Stadt gefahren wird. Natürlich ist auch hier noch sehr viel von der guten alten Zeit lebendig. Man muss es nur zu finden wissen. Ein altes Stück der Stadtmauer. Malerische Winkel. Romantik. Eigentlich erzählt hier, wie in jeder deutschen Kleinstadt, alles von der Vergangenheit. Ein Grabstein, im letzten Krieg zerschossen. Eine Grabplatte aus dem 18. Jahrhundert. Und der älteste deutsche Briefkasten, der noch im Dienst ist, 100 Jahre alt. Antiquitäten. Reste einer langen Geschichte, nicht nur in dem kleinen Laden, sondern in der ganzen Stadt. Weikersheim erhielt schon um das Jahr 1300 herum das Stadtrecht. Und manche seiner Häuser scheinen nicht viel jünger zu sein.
Tage, obwohl es wichtig ist. Vor 1933 gab es zum Beispiel eine Synagoge in Weikersheim. Im Dritten Reich geschlossen und zerstört, beherbergt sie heute eine Schreinerei. Die Filmleute eilen zielsicher an ihr vorbei. Wahrscheinlich passt sie nicht in das Bild, das sie sich von der kleinen Stadt gemacht haben. Ihr Weg führt sie jetzt am alten Gasthaus zur Krone vorbei, wo die ehrwürdigen Stammtischbrüder noch immer unverdrossen beieinander sitzen. Sie säßen schon seit Jahrhunderten hier und würden auch in 100 Jahren noch ebenso hier sitzen. Heitere Denkmäler der Beständigkeit. Veränderung hat die neue Zeit der kleinen Stadt ansonsten genug gebracht. Trotz ungünstiger Verkehrslage, die den Bürgern viel zu schaffen macht, hat sich nach dem Kriege Industrie angesiedelt. Zum Beispiel eine respektable Jacquard-Weberei. Sie bietet vor allem den zahlreichen Flüchtlingen und Vertriebenen Arbeit, die der Krieg auch nach Weikersheim verschlagen hat. Das Städtchen spiegelt im Kleinen die Situation des ganzen Staates wider. Gleich daneben eine zweite neue Fabrik, ein Betrieb, der geschlossen aus der deutschen Sowjetzone herübergekommen ist. Am wichtigsten für das Städtchen aber ist die alte einheimische Orgelfabrik, im Kriege fast ganz zerstört, heute wieder aufgebaut. Das Gelände umschließt ein ganzes Kapitel deutscher Soziologie. Bis 1877, Palais eines Prinzen, wurde das Anwesen von einem aufstrebenden Handwerksmeister gekauft und in eine weltbekannte Fabrik verwandelt. Bei Kriegsende wurde die Fabrik mitsamt der fürstlichen Villa zusammengeschossen. Heute arbeitet die Orgelfabrik wieder wie früher, und die Filmleute lassen sich dieses lohnende Objekt nicht entgehen. Ja, was machen wir zuerst? Sie sind sich ihrer Wichtigkeit bewusst. Dass sie mit ihrer Wichtigkeit und ihrem Aufwand in dieser Umgebung sachlicher Handwerksarbeit ein wenig komisch wirken, ist nicht ihre Schuld. Sie tun ihr Möglichstes, um von einem alten Handwerk, einem alten Kunsthandwerk, das hier seit Generationen heimisch ist, zu berichten. Operativ! Bitte Ruhe! Kamera fertig? Ja. Ton fertig? Fertig. Ton ab? Voll neu? Kamera. Was die Arbeiter von den Filmleuten denken, vermeldet der Chronist nicht. Sie tun ihre gewohnten Handgriffe, hier das Zinngießen für die Orgelpfeifen und betrachten die Herren vom Film im besten Fall als amüsante Abwechslung bei der Arbeit. Stopp! Wie war's? Von mir aus gut. Danke, gestorben! Einfach aus, das Schneiden, Biegen, Hämmern und Löten der Orgelpfeifen, und erfordert doch so viel Können und Fingerspitzengefühl, wenn wirklich Klang und Musik entstehen soll aus diesen Metallstäben. Hier
hier zeigt es sich, dass das, was sich heute zu Recht Industrie nennt, erwachsen ist aus dem soliden handwerklichen Können und dass der Handwerksbetrieb auch heute noch die wirtschaftliche Struktur der kleinen deutschen Stadt bestimmt. Orgelfabrik hat dem abgelegenen altfränkischen Städtchen einen unerwarteten Zug von Weltweite gegeben. Sie verarbeitet für ihre Orgelpfeifen und Spieltische Edelhölzer aus Ghana und dem inneren Afrika. Und ihre fertigen Orgelwerke gehen wiederum hinaus in die ganze Welt, in Konzertsäle und Missionsstationen. Vor kurzem entstand hier die große neue Orgel für den Stephansdom in Wien. Diese Orgel, die gerade eingestimmt wird, geht später nach Peru. Aber es wird eifrig gebaut, wie überall in Deutschland. Denn wie überall in Deutschland müssen nicht nur die zerstörten Wohnungen ersetzt, sondern auch neue für die zugezogenen Flüchtlinge gebaut werden. Schon stehen zwei neue Siedlungen. Neue Schule, um die die Kinder nur zu beneiden sind. Deutsche Kleinstadt 1957. Und Deutsche Kleinstadt 150 Jahre früher. Der Eingang zum Schloss Weikersheim, einem der schönsten deutschen Schlösser aus der späten Renaissance- und Barockzeit. Ein berühmter Park mit einer noch berühmteren Figurengalerie. Es ist ohne Zweifel sehr verdienstvoll, dass sich die Filmleute so abmühen, die Zeugnisse der Vergangenheit in schönen Bildern wiederzugeben. Es könnte aber sein,
dass sie dabei die wirklichen Probleme übersehen, die die kleine Stadt in der Gegenwart hat. Der Bürgermeister muss sich um eine neue Brücke kümmern, weil die alte dem modernen Verkehr nicht mehr gewachsen war. Nicht zuletzt durch das Hinzukommen der Flüchtlingsfamilien immer mehr gestiegen ist. Das Zimmerchen reicht längst nicht mehr aus, so hat der Pfarrer seine Sorge mit dem Kindergarten. Der Schlossherr, Prinz Konstantin von Hohenlohe-Langenburg, hat Sorgen mit dem Schloss, das nur mit Mühe und ständigen Kosten vor dem Verfall bewahrt werden kann. Die Fremdenführungen bringen zwar Geld, aber das Schloss verschluckt mehr Geld, als es einbringt. Es ist allerdings gar nicht so einfach, diese Probleme auf Zelluloid darzustellen. Die Filmleute halten sich lieber an konkrete Gegenstände. Außerdem lässt sich gar nicht leugnen, dass diese sorgsam bewahrten Dinge aus der Vergangenheit durchaus zum Bild der kleinen Stadt gehören. Aber die Begegnung zwischen den ein bisschen zerbrechlichen Barockkunstwerken und den ein bisschen robusten Filmleuten geht nicht ganz ohne Reibungen ab. Leugnen, dass Filmleute eine gewisse Neigung haben, die Wirklichkeit für ihre Bedürfnisse ein wenig zu verändern. Vorsicht! Jahrhunderte blicken auf euch herab. Die Vergangenheit ist dem Regisseur nicht effektvoll genug. Man muss das ein bisschen arrangieren. Dabei nimmt die Fremdführung ihren Fortgang. Wohnzimmer, Schlafzimmer. Interessant die Spiegel und links drüben ein sehr schönes Bild von der Mutter, die auch ältere Zeit hier schon das ganze verweilt. Schau dich mal an. Ist doch sehr schön. Ist ein äußerst interessantes Bild. Oh weh, na, die haben ja es noch ist ein einheimischer Arbeit aus der Zeit 1707. Sie sehen, es sind Strohsäcke drin. In der damaligen Zeit benutzte man Strohsäcke. Darauf kamen die Matratzen dann erst im besten Bettzeug. Gearbeitet wurden die ganzen Figuren von des Sommers aus Künzelsau. Und hier nebenan sehen Sie dann noch eine Figur aus der Ming-Dynastie, die Göttin der Fruchtbarkeit. Die Zeit um 1460. Nun, da hört doch niemand mehr zu.
niemand mehr zu und der Fremdenführer ist ein bisschen traurig. Ruhe bitte. Treten Sie bitte was zurück. Kamera fertig? Ja, wir können. Ab. Für ein modernes Publikum scheint eine surrende Filmkamera, die Gegenstände aufnimmt, viel interessanter zu sein als die Gegenstände selbst, die in all ihrer schönen und historischen Wirklichkeit unbeachtet am Rande herumstehen. Stopp! So, gehen wir rüber. Ja, ja, raus, ja. Sie gestatten bitte. Die Filmkamera scheint nun die Führung übernommen zu haben. Dem Schlossführer, der doch so viel über die Dinge und ihre Geschichte weiß, bleibt nur noch, die Verwüstung in seinem sorgsam gehüteten Bereich wieder zu ordnen, soweit es noch möglich ist. Hat Prinz Konstantin, übrigens selbst ein Ostflüchtling, im Schloss eine Restaurationswerkstatt eingerichtet, in der durch Zeit, Krieg oder Ungeschicklichkeit beschädigte Kunstwerke wiederhergestellt werden. Trotzdem bleibt zu befürchten, dass Filmleute dort, wo sie einmal gedreht haben, sich kein zweites Mal mehr sehen lassen können. Ja, wir machen es halt immer richtig. Ja, na, wenn sie sich machen lässt. Die Öfen und Möbel, überhaupt alle kunsthandwerklichen Arbeiten des Schlosses, wurden seinerzeit von einheimischen Handwerkern hergestellt. Wieder ist es also das bis zur Kunst verfeinerte Handwerk, das in der kleinen Stadt bestimmend ist. Die solide Arbeit anno 1700, genauso wie heute. Heute der biedere Schuhmacher genauso wenig vom unbekümmerten Eindringen des Films verschont wird wie die höfischen Fayencen. Haben Sie im Moment Zeit für uns? Sie möchten ein paar Aufnahmen machen, Wayne? Ja, gern. Gut. 96. So eine Schusterwerkstatt bietet schöne optische Möglichkeiten. Nur muss natürlich alles ganz anders werden. Otto, da, der muss weg hier. Und es wird auch anders. Nennt sich filmisches Gestalten.
Dagegen ist in Fahrt geraten. Das friedliche Leben einfacher Leute in einer kleinen Stadt ist gesättigt mit handfester Wirklichkeit. Wenn diese Wirklichkeit aber gefilmt werden soll, bekommt sie plötzlich etwas Unwirkliches. Das sind eben die Errungenschaften unserer Zeit, die hier dem zeitlosen Leben der kleinen Stadt begegnen. Wo man heute wie eh und je das Brot zum Bäcker trägt, und wo man wie eh und je Fässer für den Wein macht, der genauso zu Weikersheim gehört wie das Schloss und die Orgelfabrik. Die letzte Einstellung gedreht und alles in allem haben die Filmleute ihre Sache vielleicht gar nicht so schlecht gemacht. Jedenfalls haben sie sich genug Mühe gegeben und genug Wirbel haben sie in der kleinen Stadt auch gemacht. Es ist schwer zu sagen, ob die Bürger der kleinen Stadt dem Verschwinden der Filmleute mit Bedauern oder mit Erleichterung zusehen. Wahrscheinlich mit beidem gleichzeitig. Wird noch eine Weile gründlich durchgesprochen. Dann kehrt die kleine Stadt wieder zu ihrem gewohnten Leben zurück.